Tag 3, Duty 3. Das wird heute einige Leute sehr freuen, einige Leute so gar nicht freuen. Aber müssen wir durch, ne? Sonst ja nichts. Es ist ja schon Tradition bei der 7 Days, 7 Duties, immer aus dem Vorjahr ein Workout zu wiederholen. Und da sind wir jetzt. Wir machen nämlich jetzt Total Endurance. Ein ganz tolles Workout. Zumindest für die, die Richtung Endurance sehr gerne gehen. Wir machen RX, ganz simpel, 3K Run, also 3 Kilometer laufen. 60 Sekunden Pause, gnädigerweise. Dann kannst du das Gerät wechseln und machst 4K Row, also 4 Kilometer Rudern auf dem Ruderergometer. Dann wechselst du innerhalb von 60 Sekunden auf das Bike und machst 8K Bike, also 8 Kilometer Fahrradfahren. Jeweils bei dem Bike die Widerstände und so weiter sinnvoll wählen. Dazu gibt es einige Details noch in der Workout-Beschreibung. Hier ein ganz kleiner Tipp. Wenn du das ein oder andere Gerät davon nicht hast, zum Beispiel, weil du das nicht im Fitnessstudio machst oder weil das Studio das von der Aufteilung oder geografisch nicht zulässt, so schnell die Geräte zu wechseln, kannst du dir natürlich über deine Equipment-Profile das auch so legen, dass es passt. Du kannst zum Beispiel sagen, ich habe Platz zum Laufen, weil ich kann aufs Laufband gehen, ich habe auch ein Rudergerät, aber das Bike möchte ich nicht benutzen oder irgendeine andere Konstellation wählen. Regel einfach über deine Equipment-Profile, welche Variante des Workouts du machen möchtest. So kriegst du dann zum Beispiel für die eine oder andere Cardio-Maschine dann Burpees oder Burpee-Boxovers oder Jumping-Jacks oder sonst was, was halbwegs zu deinem Fitness-Level und zu deinem Equipment passt und kannst das Workout dann trotzdem tun und dich richtig schön auslassen. Finde die passende Geschwindigkeit, gilt ja bei fast jedem Workout, bei diesem aber ganz besonders, denn das ist kein Sprint, das dauert ein bisschen länger und dann hab Spaß dabei.